Hi Leute und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Im letzten Part sind wir hier runtergekommen, um endlich herauszufinden, was Zero Dawn ist. Und ja, wir haben es auch so semi erfahren. Und ich habe mir hier schon mal ein paar böse Buben vom Hals gehalten. Und dann werden wir mal weitergehen, was wir noch so finden. Ich habe mit Ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde, also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend oder nicht? Eine totale Horrorshow, wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Und Charles Ronson leitet das Ganze. Ich respektiere ihn, er ist mit Leidenschaft dabei, er ist heißblütig. Also habe ich gesagt, dass ich es mache. Und ich werde alles geben, im wörtlichen Sinne. Wenn das Projekt vorbei ist, wähle ich die medizinische Option. Vielen Dank auch. Der Berater meinte, ich überlege mir das vielleicht nochmal anders, aber da kennt er mich schlecht. Verdammt nochmal, ich werde die Drecksarbeit machen, aber ich will kein Teil dieser erbärmlichen Zukunft sein, die sie anzubieten haben. Ich gehöre an die frische Luft. Mir hat das Gefühl von künstlichem Licht auf der Haut noch nie gefallen. Und außerdem bin ich ein bisschen klaustrophobisch. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Suvey. Christina Suvey? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus, aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache, dass von allen Leuten in diesem Auditorium ausgerechnet wir beide jetzt hier sind. Und trotzdem fange ich an, mein Schicksal zu akzeptieren. Nein, es ist nicht fair, ganz und gar nicht. Aber für meine Familie, für die Kunst. Kunst ist lebendig. Sie muss aus der Vergangenheit sprechen und in der Zukunft widerhallen. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gelegenheit, ich muss sie ergreifen. Okay. Da gab es sogar eine plötzliche Meinungsänderung. Kein Strom. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Oh. Das heißt, ich kann die Waffe weglegen, das ist schlecht. Na, Kabels. Dann mal los. Noch so eins. Oh, da fehlt ein Teil. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Okay, eine Energiezelle. Kompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende.
Okay, das auch zu. Ich kann doch hier gar nichts drehen, Mutter. Nee. Das ist zwar gezeigt, aber... Und erreicht das, wenn ich die hier... Das bleibt oben, das geht auch nach links, unten und rechts. Ey. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Okay, hier ist heute nichts. Hä? Komm. Kann man denn hier rein, wenn hier gar nichts ist? Hab ich jetzt schon wieder was übersehen? Das Ding oben. Gehst du? Das kann doch nicht richtig sein. Wollt ihr mich verarschen? Ja.
kann ich hier nochmal. Nee, das ist aber von dem hier. Hallo, beweg dich, Charakter. Er sagt mir hier und da. Aber da komme ich nicht hin. Ja, das ist mir schon klar. Hä? Oder komme ich hier doch hoch? Moment, ich muss mal gucken. Ich bin einfach dumm, Alter. Ich habe im Nebenraum einfach nicht die Leitern gesehen, ey. Na also, sieht intakt aus. Sollte gehen. Dann mal auf mit der Tür. Na? Oben, links, unten, rechts, oben. Oben, links. Unten. Rechts. Oben. Hä? Jetzt will mich das Spiel irgendwie verarschen. Machen wir doch mal so. Oben, links, unten. Nach rechts. Und nochmal oben. Hä?
Okay, wenn er nicht will, dann vertauschen wir das mal. Und. Dahinter ist. Okay, irgendwie war die Anzeige falsch. Man musste die Pfeile, die hoch und runter zeigen, vertauschen. Keine Ahnung warum. Eclipse, sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Dürfte ich bitte... Der Schatten verlangt nach Opfer. Hey, nicht meine Tricks gegen mich verwenden. Böse. Wo ist sie hin? Auf sie! Geschenk des Schattens. Verarsch mich doch hier. Erzittere vor der Macht des Schattens. Der letzte. Strukturversagen am Paarschloss. Ich wiederhole. Oder auch nicht. Vorsicht!
Warum kommen die denn jetzt von der anderen Seite? Ja! Mit so einem schweren Gerät in der Hand. Das wirst du nicht überleben. Luft ist rein. Im Moment jedenfalls. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Oh. Was hat sammeln? Nein, ich hat ge. Alter. Das Game. Schmeiß es weg. Ich hab schon zu viel dabei. Ich bin Margo Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihrer. Ihrer Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja. Lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg hineingeben. Such weiter. Mehr Eclipse. Sei vorsichtig.
Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Wer schießt hier? Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Dr. Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut. Und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt... Der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein, gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1-Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass Ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia?
ist Hades, das Feld zu überlassen, damit er das macht, was sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay, wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eklipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Okay, wir suchen aber erst den nächsten Part weiter. Ciao, Leute.